Kein Transportmittel ist so günstig und gleichzeitig so flexibel unterwegs wie der LKW. Schon seit 15 Jahren stagnieren die Preise auf der Straße. Nur etwa 1 Euro kostet der Kilometer. Ein Preis, der sogar immer wieder unterboten wird. Manche in Osteuropa gemeldeten Fahrzeuge transportieren Fracht für Centbeträge pro Kilometer. Aber zu welchen Bedingungen arbeiten osteuropäische Fahrer? Dafür interessiert sich Andreas Mossirsch. Er leitet einen Berufsverband, in dem kleine und mittelständische Speditionen organisiert sind. Wir haben über 400 kleine Transportunternehmen und da haben wir ungefähr 15-20% jedes Jahr, die wegen Insolvenz und Geschäftsaufgabe aufgeben, aufgrund katastrophaler Frachtpreise. Preise, die nur auf Kosten der Fahrer möglich sind. Er versucht, sie über ihre Rechte aufzuklären. Okay, very corrupt. Yeah. Okay, I know that. No chance for me to win. It's free for you. Kein Fahrer zeigt sich vor der Kamera. Alle befürchten Schwierigkeiten. Also er hat mir gerade gesagt, er hätte einen Tagessatz von 9 Euro, den er real verdient. Eigentlich stünde den Lkw-Fahrern der deutsche Mindestlohn zu. Mossirschs Verdacht bestätigt sich. Keiner hier auf dem Parkplatz ist regulär beschäftigt. Noch dazu, die Fahrzeuge sind zwar in osteuropäischen Ländern gemeldet, fahren aber fast ausschließlich in Westeuropa. Wenn die hier im Jahr mehr als 180 Tage in Deutschland sind, dann sind das faktisch deutsche Fahrzeuge. Das heißt, die müssten verzollt werden, die müssten dann hier ihre Steuern bezahlen. Und das ist ein deutscher Arbeitsplatz mit einer deutschen Sozialversicherung, Rentenversicherung, Krankenversicherung. Weit davon entfernt. Die Lkw-Nomaden leben oft monatelang in ihren Fahrzeugen und auf den Parkplätzen. Nur so sind die Billigpreise möglich. Was fehlt, sind mehr und wirksame Kontrollen. Anders in Belgien. Hier ist Hauptinspektor Raymond Lausberg dafür bekannt, dass er auch die Einhaltung der Sozialvorschriften rigoros kontrolliert. Bei deutschen Fernfahrern wird er dafür gefeiert, wie es ihm immer wieder gelingt, die Machenschaften mancher Spediteure aufzudecken. Über die Situation in Deutschland mag er nicht allzu offen sprechen. Nur so viel. Die deutschen Bußgelder sind manchmal so niedrig, dass die Spediteure sich da das aus der Kaffeekasse bezahlen. Das darf nicht sein. Laut EU-Recht muss ein Bußgeld abschreckend sein. Dieser Fahrer stammt aus Bulgarien. Mit einem Minibus wurde er zum LKW nach Belgien gebracht. Raymond Lausberg überprüft die Fahrerkarte. Die weite Anreise muss als Arbeitszeit gerechnet werden, doch das wird gerne unterschlagen. Sechster. Das sind ja schon mehr wie 24 Stunden. Das sind ja 30 Stunden. 30 Stunden. Ja. Ich nichts fallen, ich schlafe, nicht. Ja. Ich schlafe auch immer. Lausberg hat eine Software in seinem Laptop, mit der deutsche Beamte nicht ausgerüstet sind. Die Software führt alle Daten zusammen und der Verdacht bestätigt sich. Die Anreise ist als Ruhezeit verbucht. Die sind ja schon übermüdet, wenn sie starten. Das ist ja kein Komfortbus, wie die mitkommen, sondern das ist meistens der letzte Bus, der da Strom steht. Also ich wundere mich nicht mehr, warum wir Stauunfälle haben mit solchen Fahrern. Für weitere Recherchen ist Andreas Mossirsch bis nach Rumänien gefahren. Hier haben in den letzten Jahren auch große internationale Transportunternehmen Niederlassungen gegründet. Er hat sich als Unternehmer ausgegeben und mit versteckter Kamera dokumentiert, wie ihm Subunternehmer ihre Tricks verraten. Umgehung des deutschen Mindestlohns, Arbeitszeitüberschreitungen, Abrechnungsbetrug. Alles gang und gäbe. Auf einem Rastplatz treffen wir Andreas Mossirsch wieder. In Rumänien hat er noch von einer ihm neuen Trickserei erfahren. Die Manipulation der Abgasanlagen moderner Lkw durch elektronische Bauteile, den sogenannten AdBlue-Emulatoren, die leicht im Internet zu erwerben sind. AdBlue ist der Zusatzstoff, den Lkw-Dieselmotoren eigentlich zur Abgasreinigung in die Auspuffanlage einspritzen. Die Elektronik dieser Emulatoren verhindert das. Emulatoren haben den Effekt, nämlich dass der Lkw kein AdBlue mehr verbraucht und damit natürlich einen erheblich höheren, also 20-fach höheren Schadstoffausstoß, also Stickoxidausstoß hat.
Je nach Fahrleistung können kriminelle Spediteure so 2000 Euro pro Fahrzeug und Jahr auf Kosten der Umwelt sparen. Hier steckt ein älterer Emulator. Die Elektronik ist noch in einem gut sichtbaren Kästchen eingebaut. Neuere Geräte sind da schon raffinierter. Ich habe hier einen modernen Euro 6 Emulator. Der ist also von der Polizei nicht zu finden, weil der zum einen sich in der Elektronik, über Diagnosegeräte nicht zum Nachweisen ist und auch optisch kaum noch zu finden ist oder eigentlich gar nicht mehr mit polizeilichen Mitteln zu finden ist. Der wird dann hier einfach in dem Kabelstrang eingefügt, sieht aus wie jedes andere dieser Kabel auch. Das heißt, um diesen Emulator zu finden, müsste die Polizei von vorne bis hinten die ganzen Kabelstränge aufschneiden, um dann irgendwo mal dieses Teil hier zu finden. Die Emulatoren-Software gibt es mittlerweile sogar zum Herunterladen in die Bordelektronik. Um das nachzuweisen, müssten die Abgaswerte während der Fahrt geprüft werden. In der Praxis schwierig. Eine Studie der Uni Heidelberg ergab, gut 20% der osteuropäischen Fahrzeuge hat auffällige Werte. Also ich glaube nicht, dass die Politik hier richtig und ausreichend reagiert, weil faktisch passiert eigentlich nicht viel, außer dass man halt die Polizei beauftragt, dass die sich um diese Kontrollen kümmern sollen, wozu die aber eigentlich nicht wirklich ausgerüstet und ausgebildet sind. Und ansonsten verlässt man sich meiner Ansicht nach darauf, dass jetzt da das öffentliche Interesse irgendwie abflaut und die Sache im Sand verläuft. Massive Vorwürfe. Die Folge des Betrugs? Der Ausstoß tausender Tonnen Stickoxide zulasten der Umwelt und der Gesundheit.